Hallo, ich bin Lumi, ich bin ein Weißkehl-Doktorfisch und gehöre zur Familie der Doktorfische. Komm mit, ich zeig dir meine Welt. Wir leben in der Nähe des Äquators und da besonders gerne in Korallenriffen. Uns gibt es in vielen verschiedenen Farben und Varianten. Manche von uns haben Streifen und manche sind einfach nur grau. Dies ist der indische Segelflossler. Er hat ein besonders prächtiges Farbengeid mit Streifen am Körper und Punkten auf seiner Schwanzflosse und auf seinem spitzen Mäulchen, damit er besser die Algen von den Korallen zupfen kann. Hier haben wir den Nadelstreifenborstenzahn-Doktorfisch. Er schaut zwar unscheinbar aus, kann aber seine Farbe von hell auf dunkel ändern. Und dann gibt es natürlich noch die Nasendoktorfische. Sie sind besonders für ihre langen Nasen bekannt und sehr gesellige Zeitgenossen. Da ist auch schon mein Freund Nosek. Hallo Lumi, gern wir gemeinsam was essen? Leider nein, wir haben heute noch ein Familienfest, aber auf einen kurzen Sprung komme ich gerne bei dir vorbei. Okay, komm mit. Nosek und seine Familie gehen oft gemeinsam auf Nahrungssuche. Dabei liegen die Geschmäcker der Jungen und der älteren Nasendoktorfische weit auseinander. Da ihre Nase das ganze Leben lang wächst, muss der Nasendoktorfisch seine Ernährung umstellen. Während sich junge Nasendoktorfische von Algen ernähren, die auf Gesteinen wachsen, kommen ältere Nasendoktorfische mit dem Alter nicht mehr an die Algen heran und müssen ihre Ernährung auf Zooplankton umstellen. Übrigens, Zooplankton sind winzig kleine Lebewesen, die im Wasser herumtreiben und mit freiem Auge nicht mehr sichtbar sind. Im Allgemeinen sind wir Doktorfische die Ärzte des Meeres. Durch das Abgrasen der Algen vom Gestein schützen wir das Riff vor Veralgung und sorgen damit für ein gesundes Riff. Und nicht nur für uns, sondern für alle, die mit uns im Meer unterwegs sind, damit wir uns so richtig wollig wohlfühlen. Schwuppdiwupps, da sind wir auch schon bei unserer Familienfeier angekommen. Jetzt wird so richtig ausgiebig miteinander geschlemmt, wo sich gerne auch andere Fische unter uns mischen. Denn mit vereinten Kräften kommen wir auch an die verstecktesten Algen heran. Elise ist heute auch wieder da. Elise ist eine Karettschildkröte. Sie ist stets ruhig und freundlich und deshalb ein gern gesehener Gast. Schildkröten können nicht unter Wasser atmen. Zum Luftholen müssen sie regelmäßig auftauchen. Mit nur einem Atemzug können Karettschildkröten etwa 45 Minuten unter Wasser bleiben und so auf Nahrungssuche gehen. Panzer dient den Schildkröten als Schutz vor gefährlichen Meeresbewohnern, wie zum Beispiel Haien. Einst wurde Elisas Schwester Susi von einem großen Hai angebissen. Der Panzer rettete ihr dabei das Leben. Es gibt jedoch auch freundliche Haie, wie zum Beispiel den indopazifischen Ammenhai. Das ist Walter. Er ist ein sehr ruhiger Hai. Aufgrund seiner zutraulichen Art ist er sehr beliebt. Der Ammenhai ist ein nachtaktiver Jäger. Tagsüber zieht sich Walter gerne unter seine Lieblingskoralle zurück und legt gemeinsam mit seinem Bruder Marco kuschelnd ein Nickerchen ein. Das
Dass er so ruhig schlafen kann, verdankt der Ammenhai seiner besonderen Atemtechnik. Andere Haiarten müssen sich laufend in Bewegung halten, um so zum Atmen die Kiemen mit Wasser zu durchspülen. Walter hingegen kann das Wasser durch Öffnen und Schließen seines Maules, durch seine Kiemen pumpen und so liegend entspannen. Auch die Muräne kann im Liegen atmen. Dank dieser Fähigkeit kann sie sich tagsüber in Korallenriffspalten erholen und dann voller Energie auf Beutezug gehen. Zu ihrer Lieblingsnahrung gehören Fische, Krebse und Krabben. Sie hat einen sehr langen und flexiblen Körper und ein spitzes Maul. Dadurch ist sie bestens ausgestattet, um auch in den engsten Löchern und Spalten nach kleinen Fischen zu schnappen. Hui, Muränen spüren ihre Beute mit Hilfe ihres feinen Geruchssinns auf. Für uns heißt es bei Muränen aufpassen, denn wenn sie zubeißt, kann das sehr schmerzhaft enden. Komm, lass uns lieber mal weiterschwimmen. Oh, da ist ja ein Papageifisch. Dann sagen wir doch einmal Hallo. Die Vielfalt der Papageifische ist beeindruckend. Ihren Namen bekamen sie aufgrund ihres papageiähnlichen Schnabels, mit dem sie harte Korallen essen, die sie dann als weißen Sand wieder ausscheiden. Diese quirligen Kerle muss man manchmal schon zurechtweisen. Oioi, was für eine freudige Überraschung! Schau, da ist Lexi, der Kugelfisch! Hallo Lumi, komm mal mit, ich zeige dir mein neues Versteck. Da ist genug Platz für uns beide. Kugelfische sind sehr scheu und immer auf der Suche nach einem neuen Unterschlupf. Aufgrund ihrer besonderen Flossen sind Kugelfische sehr manövrierfähige Schwimmer und können bei Bedarf auch richtig Gas geben. Manchmal quetschen sie sich in Felsspalten und entspannen ein Weilchen. Kugelfische gibt es in verschiedenen Farben, wie zum Beispiel ganz in Blau, braun bis blau schattiert, mit gelbem Bauch oder mit weißen Punkten bedeckt. Lumi, es ist schon spät. Lass uns langsam nach Hause gehen. Ui, das war ein spannender Tag heute. Blicken wir doch nochmals zurück, was wir heute alles gesehen und erlebt haben. Ihr habt meine Familie kennengelernt und wart bei unserer Familienfeier mittendrin. Wir sind Freunden begegnet und haben andere Riffbewohner getroffen. Nun ab nach Hause. Danke, dass ihr dabei wart und gute Nacht.